Neue Folge Crusader Kings 3 mit mir, Dennis. Willkommen zurück im Mittelalter. Ja, wir haben, ich weiß gar nicht, was wir alles erreicht haben die letzten Male. Viel war es nicht. Wir haben Kleinigkeiten erreicht, wir haben Teile von Skandinavien erobert, wir haben eine Menge Kinder verheiratet in alle Welt hinein, vor allen Dingen Richtung, ja, mittlerweile muss man sagen, Lothringen, also nach Flandern, hier im Norden Lothringens. Die haben sich das ja einverleibt letztes Mal nach dem Zusammenbruch des französischen Kaiserreiches. Aber ja, irgendwie so richtig der ganz große Erfolg der Spezialoperation Baguette de Fromage hat noch nicht sozusagen eingeschlagen. Wir haben da noch ein bisschen was vor uns, glaube ich. Wir müssen da noch ein bisschen was machen. Unser aktuelles Projekt ist es, Jarl Freya Lessexon zu überzeugen, dass es doch viel schöner ist, mein Vasall zu sein, als sein eigener Herr. Gerade in so einer zunehmend unsicher werdenden, unübersichtlichen, globalisierten Welt ist es doch schön, wenn man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Ja? Wenn man ein Großreich hinter sich hat, das einen schützt, das einen umarmt quasi. Da ist so ein kleines Jylland, was so sein eigenes Ding macht, vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Eine weitere Sache, die wir aktuell so ein bisschen, oder wo wir aktuell ein Problem haben, wir können Jarl Ingvar vasalisieren, das gucken wir uns gleich an. Wir sind immer noch leider nur auf Platz 2 mit unserem gewählten Nachfolger in Schottland. Ihr kennt das Spiel, wir müssen weiterhin Leute davon überzeugen, dass es eine bessere Idee ist, für uns zu sein als gegen uns. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie wir das machen sollen, weil die sind hier alle ziemlich gegen uns. Vielleicht müssen wir mal schauen, dass wir Druckmittel gegen die Leute irgendwie haben. Gibt's denn hier jemanden, der mehr als eine Stimme hat? Hier unten. Das wäre doch wichtig, oder? Wer ist das? Herzog Myrdin, der Törichte von Lothian. Okay, der hat 2 Stimmen. Können wir gegen den irgendwie... Können wir da irgendwas... Kriegen wir den irgendwie? Zum Beispiel durch Bespitzelung. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Geheimnisse aufspüren gegen Herzog Myrdin. So. Dann such mal. Such mal, mein Bester. Du bist immerhin mein Sohn. Du willst es doch auch. Also ich meine, er ist derjenige, der mein Nachfolger werden möchte als König von Schottland, dann soll er sich auch mal ein bisschen anstrengen. Wenn wir Myrdin kriegen, dann haben wir, glaube ich, schon echt was geschafft. Genau, wir müssen weiter Jarl Freya beeinflussen. Können wir jetzt eigentlich mehr als eine Person gleichzeitig beeinflussen? Ah, guck mal. Er wird und wird und wird beeinflusst. Das ist toll. Weil dann würde ich nämlich auch gerne noch so Leute wie... Dunadach beeinflussen oder man könnte halt auch noch den Myrdin selbst beeinflussen. Der ist ja auch noch gar nicht so sehr auf unserer Seite, nur so halb. Komplott schmieden. So, jetzt schmiede ich 2 Komplotte parallel. Das muss ja wohl gerade noch möglich sein. So, jetzt Jarl Ingvar. Wo ist er denn? Wo ist denn der Jarl Ingvar? Turau. Ah, Jarl Ingvar von Turau. Wir erinnern uns, ich hatte ihm, er war einer meiner Ritter, ich hatte ihm dieses Stückchen Land, Hörderland, überlassen, als Grafschaft, als sein Lehen. Und dann hat er aber gesagt, nee, das gehört jetzt aber zu Turau, weil er das irgendwie auch, er war glaube ich auch Erbe von Turau, das ist dieses Gebiet hier im Osteuropa, bei Weißrussland in der Gegend. Und das hat er auch geerbt und dadurch ist er halt Herzog von, also Jarl von Turau geworden. Und dieses kleine Stückchen, diese Grafschaft hier oben, die gehörte ihm jetzt dann halt auch einfach noch mit. Und ihn können wir jetzt vasalisieren, ja? Normale Feudalpflichten. Das ist ja bestmöglich, sage ich mal. Ja, machen wir. Ist gekauft. Verzeihung. Ja, Freya hat mir was geschenkt. Eine prächtig verzierte Kiste voll Gold. Oh nein! Oh nein! Ich wurde vergiftet! Von Jarl Freya! Warum? Warum von Jarl Freya? Wir freuen uns doch gerade an! Das geht doch nicht! So, aber jetzt, liebe Leute, gehört Turau zu Britannien! Yes!
Oh, was passiert jetzt? Meine letzte Chance. Yolanda hat beschlossen, dass ihre Zeit in Kil'Martin vorbei ist. Das war meine Mama, ne? Welchen Anspruch hatte sie noch? Königreich von Aquitanien. Ja, nee, viel Spaß auf eurer Reise. Ich greife jetzt nicht Aquitanien an, um ihre Ansprüche durchzusetzen. Also, das halte ich für. Was? Nein! Nein, Myrdin ist gestorben. Nein! Okay, wer hat das jetzt übernommen von ihm? Wer ist der neue Herr von Lothian? Der Dude hier. Oh, der ist noch mehr dagegen. Oh nein, oh nein, oh nein. Publik. Ist er das? Nee, das ist er doch gar nicht. Warte mal. The Lothian Dude. Der hier ist das. Herzog Rumman. Rumman? Rumman, Rumman, Rumman. Wo ist er? Ach, die stehen immer da drunter. Ja, okay. Alles klar. Der hat aber nur eine Stimme. Was? Jetzt hat der nur noch eine Stimme. Okay, jetzt müssen wir den hier überzeugen. Herzog Kaelin von Moray. Von Moray. Moray. Okay. Wie kriegen wir den? Wir brauchen ein Geheimnis über ihn. Wir brauchen ein Geheimnis von ihm. Den beeinflussen wir so. Wir müssen dann jetzt hier Geheimnisse suchen. Wo ist er denn? Herzog Kaelin MacBryan. Das ist alles egal, wo ich jetzt hier oben. Ah ja, hier sind wieder andere. Naja, wir nehmen mal Inverness. Da wird der irgendwo sitzen. Wir brauchen Geheimnisse für die Leute. Wir brauchen irgendwas, womit wir sie erpressen können. Das ist das Wichtigste jetzt gerade. Aber wir feiern noch mal kurz. Wir haben jetzt ein Stück Osteuropa uns geschnappt. Ja, Thurau ist jetzt britannisch, wollte ich sagen. Das war falsch. Ah, es ist mal wieder soweit. Natürlich kämpft der König von Bayern mal wieder gegen irgendwelche Leute. Gegen Basilius Pantoleon von Byzantinischen Kaiserreich. Na klar, na klar. Also wir kämpfen jetzt gegen Byzanz. Das ist offensichtlich. That's the thing you want to do. You want to do that? Gut, der ist relativ schwach, der König Thoma, aber der byzantinische Kaiser ist vielleicht ein Problem. Ah, es ist der 29. November 1139 nach Christus, im Jahr unseres Herrn. Das britische Kaiserreich tritt dem Krieg gegen das byzantinische Kaiserreich bei. Wie sieht's denn aus? Wir sind stärker, aber nur wenn ich auch tatsächlich mitmache, ne? Ich glaube, er alleine ist nur ungefähr gleich stark, ja. Okay, dann lassen wir mal kurz die Zeit laufen und gucken mal, was das jetzt hier wird. Passiert da jetzt irgendwas? Soll ich jetzt echt mit meiner Armee da runter marschieren? Es ist im Endeffekt sowas wie der Kreuzzug, den ich mir gewünscht habe. Es ist nicht ganz. Es geht nur um die Grafschaft von Pula. Es geht echt nur um diese kleine Kackgrafschaft hier im Norden von Kroatien. Das ist es, ja. Das schafft er doch aber auch von alleine, oder? Der muss doch jetzt hier nur ein bisschen die Grafschaft da erobern und wir beobachten das mal. Ich weiß nicht, ob das echt Sinn macht, dass ich da jetzt mit meinen 17.000 Mann runtermarschiere und hier irgendwie minus 100 Einnahmen habe für eine Zeit. Ich kann mir das nicht lange genug leisten, um da einen Unterschied zu machen. Itvalon ist nicht länger mein Hofbaumeister. Was passiert hier? Mein Dynastievermächtnis ist da, was? Okay. MacMurden hat den eingesperrt. Gutina hat die Sprache gelernt. Das ist schön, das ist schön. Meine Tochter kann jetzt auch Deutsch. Freude, Freude. Aber wieso war denn Itvalon von Strathclyde jetzt irgendwie eingesperrt? Kann ich den wieder besetzen hier als Ratsverwalter? Ja. Darf ich, danke. Was war denn da los? Die hatten irgendeine persönliche Fehde, die beiden, glaube ich. Okay, aber ist er jetzt wieder mein Hofbaumeister? Nee, ne? Müssen wir den jetzt wieder einsetzen? Ich habe keinen Großalmosenier, also einen Sozialminister sozusagen oder Ministerin. Da würde ich jetzt mal gucken, wen wir da haben. Meine Schwägerin Irmgard könnte das machen. Dann soll sie das mal machen. So, und wir haben ein Dynastievermächtnis. Ein Dynastievermächtnis. Also, wir haben einen
verschlagenen Diplomaten aktuell. Ich denke, da finden wir doch was, oder? Ich weiß nicht, Sippe passt irgendwie nur so mittel zu ihm. Ruhm. Er ist ehrgeizig, also er wünscht sich auf jeden Fall Ruhm. Er hat es aber vielleicht noch nicht so unbedingt erreicht. Das Problem ist aber, mehr als ein Dynastievermächtnis werde ich nicht schaffen mit ihm, glaube ich. Außer er wird 100 Jahre alt oder sowas. Gelehrsamkeit. Lebendiger Hof finde ich nicht so schlecht, weil er ja Diplomat ist. Er lädt ja viele Leute zu sich ein. Er will ja, dass die Leute zu ihm an den Hof kommen. Das passt jetzt nicht zur Gelehrsamkeit, aber der lebendige Hof, der passt dazu. Der Hofprachtbonus und so weiter, den wir da kriegen. Mehr Gäste, bessere Gäste, das passt schon zu ihm. Ich glaube, das wird's werden vielleicht. Chance auf Vererbung. Boah, er hat viele Kinder, aber ist das jetzt, weiß nicht, ob das seine hervorragende Eigenschaft ist. Unheilvoller Ruf. Das passt nicht zu ihm. Was ist das? Domänenschwelle, Verteidigervorteil erhöht. Ich weiß nicht, er ist nicht so ein Heimchen einher Typ, der zu Hause sitzt und wartet, bis Leute mal ihn besuchen, sozusagen. Sein Familiensitz ist ihm, glaube ich, nur so mittelwichtig. Kriegskunst, ja, das wäre jetzt so ein Ausweichding, irgendwie, wenn mir nichts anderes einfällt. Sprache, Gebräuche wäre noch nicht unwichtig für einen Diplomaten. Aber er hat immerhin die Hofsprache geändert auf Gödelisch. Also er interessiert sich für Sprache, ihm ist das wichtig. Ihm ist die Macht der Sprache bewusst, denke ich. Das könnte man machen. Und er hat das Volk der Briten offiziell zum Seefahrervolk ernannt. Wir haben letzte Folge die neue Tradition praktisch ausgewählt, also wie heißt das, einen neuen Anteil an unserer Kultur, eine neue Tradition etabliert, das Seefahrertum. Das wäre also das Abenteurern mit Schiffen wäre also auch ganz passend. Ja, was ist es? Die Sprache, Seefahrer oder der lebendige Hof? Ich glaube, es ist der lebendige Hof. Er ist Diplomat. Es passt am besten zu ihm. Ich mache das ja immer Roleplay-mäßig. Das, was am besten zu dem jeweiligen Charakter passt, den ich gerade spiele. Nicht einfach das, was ich gerne spielmechanisch hätte. So kann man das auch spielen. Ich spiele das nur so nicht. Ich möchte das halt immer möglichst innerhalb der Rolle des Charakters irgendwie versuchen zu klären. Wir gucken mal kurz hoch nach Osteuropa, Britannien, nach Thurau und schauen mal, ob wir da vielleicht in 3 Monaten, ach so, müssen wir gucken, dass wir da vielleicht mal die Kontrolle erhöhen. Ich nehme an, wobei, es ist ja derselbe Herrscher, der hat sich ja freiwillig vasallisieren lassen. Da gibt es eigentlich keinen Grund, warum die Kontrolle niedrig sein sollte. Was ist mit ihm hier? Ist er jetzt schon bereit? Noch minus 30. Na komm. Wir müssen ihn nur noch davon überzeugen, dass das wirklich jetzt die beste Idee ist für ihn. Aber das kriegen wir hin, oder? Am Hofe passieren Dinge. Ein Paria bei Hofe. Edamer ist eine Gestalt, der man bei Hofe mit Ablehnung begegnet. Oh. Ist sie nicht irgendwas Wichtiges bei mir? Hofarzt. Muss ich doch. Wie viele, die als Unzüchtiger mit gesellschaftlicher Ächtung und viel üblem Gespött zu kämpfen. Dass ich jemanden, der als Unzüchtiger betrachtet wird, nicht verurteile, sondern sogar weiter in meiner Nähe dulde, wird als offene Toleranz ausgelegt, was die Priester und Gläubigen meinen Hof kritisch sehen lässt. Ja, also, ich meine, ich bin ja selber nicht ganz frei von Schuld. Ich habe ja auch schon Unzucht betrieben. Sie zwingen mich zum Handeln. Ich muss nur entscheiden, was wichtiger für mich ist. Die Verbrechen, die meine Höflinge begangen haben, oder meine Zuneigung für sie. Mir steht kein Urteil zu. Ich darf nicht urteilen, denn ich bin gerecht. Aber wenn ich gerecht bin, dann muss ich doch gerade urteilen. Nur halt gerecht. Ihr müsst bereuen. Sie erhält die Eigenschaft Mönch. Also sie wird dann Nonne, nehme ich mal an, weil sie wird sich sicherlich nicht umoperieren lassen. Es ist Zeit, sie festzunehmen. Aber warum? Es ist ja keine Bestie. Es ist meine Ärztin. Ich kann nicht mehr euer Gastgeber sein. Sie verlässt den Hof. Ich werde sie jetzt. Es ist, glaube ich, am diplomatischsten, sie dahin zu bringen. Sie ist nicht verheiratet, sie ist 53. Tut mir leid, du musst jetzt dem Konvent beitreten. Bleibt sie dann mein Arzt? Oder ist sie dann nicht mehr meine Ärztin? Zumindest gibt es kein Ereignis, dass sie nicht mehr meine Ärztin ist. Man kann ja auch als Nonne noch Ärztin sein, also warum denn nicht? Warum habt ihr Irmengard diesem Einfaltspinsel einen Titel am Hof verliehen und nicht mir?
Mein Sohn Joshua tobt vor Wut. Warte. Moment mal. Ist das nicht deine Frau? Sag mal! Was zur Hölle geht dir eigentlich vor, Joshua? So habe ich dich aber nicht erzogen, mein Junge. Dass du deine eigene Frau als, ich zitiere, Einfallspinsel bezeichnest. Also da hat die Spielmechanik jetzt aber wirklich mir ein Schnippchen geschlagen. Was für eine Situation ist das denn? Dass der Mann seiner eigenen Ehefrau als Einfallspinsel bezeichnet und ihr nicht gönnt, dass sie Großalmosonier ist. Also ich meine, was ist denn das? Das will er die Aufgabe haben, oder was? Jetzt mach mal halblang, Junge. Ihr habt recht, ihr habt einen Hampe-Hofe verdient. Wirst Vorkoster. Wenn ihr solche Scherze macht, sollte ich anfangen, euch dafür zu bezahlen. Er wird klassischerweise der Hofnarr. Ich mache nicht meinen zweitältesten Sohn zum Hofnarren. Wie sehe denn das aus? Ich sag ihm einfach, ich nehme ihn zur Seite und sag ihm, Joshua, ich liebe dich wie meinen eigenen Sohn. Aber du kannst du nicht über deine Frau reden. Irmgard ist nicht nur irgendwer, sie ist meine Großalmosinierin und sie ist auch noch die Tochter vom König von Bayern. Du kannst nicht so mit ihr reden oder über sie reden. Mach mal halblang, Junge. Komm mal runter. Alter Falter, was geht denn hier ab? Was ist denn das für ein Benehmen? Wer war sie noch gleich? Ach, die Herzogin von Sirkin. Sie darf gerne hereinspazieren und sich Herrn da niederlassen vor mir, auf ihre Knie. Der Eid wird geleistet, die Schreiber halten Schwüre fest, dem Reich dienen zu wollen, alles ist gut. Hofpracht, Prestige und Geld kommen an, da wo sie hingehören. Nämlich in meiner Tasche sozusagen. So, haben wir jetzt hier bald mal diese kleine, aber feine Grafschaft eingenommen? Loyalität oder Angst? Als Kaiser schulden mir meine Vasallen Treue. Mein Wort ist Gesetz, aber was ist Gehorsam wert ohne Hingabe? In Krisenzeiten können langsame Reaktionen oder halbherzige Mühen zu einer Katastrophe führen. Kann ich mir ein solches Risiko leisten? Ich werde mir ihre bedingungslose Treue sichern. Ich werde großzügig. Geringere Steuern, das finde ich aber nicht gut. Angst ist ein effektiveres Werkzeug, ich bin aber gerecht, das passt also nicht. Es gibt wichtigere Menschen, die ich beeindrucken muss. König Nomedas, wer ist das noch gleich? Von Weißruthenien. Ah, mit denen könnte man sich mal verbünden. Das ist ja quasi Weißrussland. Ich glaube, ich sitze recht fest im Sattel aktuell. Ich werde mir mal lieber den König von Weißrussland als Verbündeten sichern. Kann man da vielleicht irgendwas machen? Kann ich ihm ein Vasallentum anbieten? Das will er irgendwie nicht. Komisch. Ja gut, da kann ich jetzt auch nicht direkt irgendwie interagieren. So, der Krieg gegen Byzanz geht in die nächste Runde. Wir haben, also unsere Seite, die Bayern in diesem Fall, haben Pula, also die eigentliche Provinz, um die es geht, eingenommen. Jetzt findet eine Verfolgungsjagd auf Schiffen statt zwischen den Armeen beider Seiten. Es wäre gut, wenn sie jetzt hier hinlaufen würden. Was ist jetzt mit Idvalon? Nein, Idvalon ist an Altersstärke gestorben. Wie alt war er? 66. Der neue Herr, die neue Herzogin von Man. Aber wer ist der neue Herr von Strathclyde? Nun, wir werden es herausfinden. Wir brauchen erstmal einen neuen Ratsverwalter. Genau, dann können wir die Kontrolle gleich auch nochmal uns angucken. Herzogin von Sirkin. Die könnte das natürlich machen. Oder der König von Wales. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Wer möchte denn gerne? Wir haben ja immer mehrere Leute, die gerne wollen gleichzeitig. Also wir haben Herzog Caelan MacBrayne, der kann das, glaube ich, nicht ganz so gut. Wir haben König Maeldub von England. Der steht nicht mal irgendwo zur Wahl. So dumm ist der. Nee, der kann das nicht. Und wir haben König Flaithbert Fukata von Irland. Das wäre auch interessant, der kann das aber auch nicht, leider. Das ist natürlich schlecht. Sie ist halt echt gut, ne? Sie ist eine super Diplomatin. Sie ist sogar noch eine bessere Diplomatin als der Herzog von Schleswig, der ja auch schon nicht schlecht ist. Nee, die beiden sind echt beschissene Verwalter, die werden das nicht werden. Sie macht das. Die Herzogin von Sirkin macht das. okay, sehr schön. Kein Vormund für Kinder. Oh nein, wir müssen die Kinder bevormunden. Prinzessin Adelinde kriegt einen Vormund. Ihr Verlobter ist aktuell eingesperrt. Es tut mir leid.
Was kann sie gut? Verwalten. Sie soll aber auch vielleicht noch diplomatisch gut werden, dann mache ich das selber. Mein süßes Mädel. Wieso ist sie eigentlich katholisch? Was passiert hier? Was passiert hier? Kind unterrichten, zum Glauben konvertieren, versuchen sie vom Glauben, zu meinem Glauben zu bekehren. Ja, bitte. Also, dass meine eigenen Kinder katholisch sind, kann ich echt nicht gutheißen. Prinzessin Gutina ist auf jeden Fall da auf einem besseren Weg mit ihrem inselchristlichen Glauben. Was kann sie denn gut? Sie ist ein Allrounder, sie sollte vielleicht noch ein bisschen kämpfen. Oder, ach ja, die Kaiserin könnte das machen. Die ist in den Sachen hier auch ganz gut. Dann, ja, macht die Kaiserin das. Versuchen Gutina. Nee, welchen. Sie ist katholisch, oder was? Die Kaiserin ist katholisch? Was ist denn da los? Tatsächlich. Kann man die vielleicht bekehren? Bekehrung verlangen? Wird annehmen, so. Die Kaiserin wird inselchristlich, damit jetzt nicht weitere Kinder noch aus Versehen katholisch sind. Soweit kommt's noch. Wir sind beim Thema Wahl noch nicht weitergekommen, irgendwie leider. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Hatten wir. Oh, es gibt gerade keinen neuen Herr von Strathclyde. Das ist ja lustig. Wieso gibt es denn keinen neuen Herrn von Strathclyde? Das ist ja verrückt. Herzogin von Strathclyde, aber sie ist nicht wahlberechtigt oder was, weil sie nur. Sie ist und bleibt eben doch nur eine Frau. Okay. Das tut mir leid. Na gut, das. Interessant, wie das sich weiterentwickelt da in Strathclyde. Ich meine, das ist immerhin ein Kurfürstentum. Aber ja, das Problem hier mit der Wahl ist noch nicht gelöst. Wir sind immer, wenn ich jetzt morgen sterbe, und das kann passieren, seine Vorfahren sind früh gestorben, leider, von meinem aktuellen Kaiser, dann sind wir nicht mehr König von Schottland. Das wäre das erste Mal seit 300 Jahren, dass wir unseren ursprünglichen Königstitel verlieren. Bisher habe ich das immer geschafft, das irgendwie durchzuhalten. Hat George eigentlich, George ist landlos, ne? Vielleicht wäre es an der Zeit, ihm mal Land zu geben, damit er sich selber wählen kann. Okay, als Abschluss vergeben wir ihm noch einen Titel, nämlich. Nein! Nein, ich darf ihm das nicht geben. Scheiße. Oh, ich kann ihm nur irgendwelchen anderen Scheiß geben. Okay, Mist, das ist ja echt kacke. Ich kann ihm das hier nicht. Laut Erbteilung kann euer Reichserbe keine Titel erhalten, die er nicht erben würde. Okay, also er kann nur dieses eine Mormertum hier drüben erben. Das ist ja echt Mist. Das ist ja echt Mist. Also er würde das nicht erben. Wer würde das denn erben? Wer würde denn die äußeren Hebriden erben? Da ist George, was? Ach so, er würde das sowieso erben, deswegen kann ich ihm das nicht. Hä? Was? Aber er ist Mormertum äußere Hebriden. Und wenn ich ihm das jetzt aber geben will. Doch, das geht jetzt, oder was? Warte mal, bin ich jetzt gerade komplett ver. Also nochmal von vorne. Also mein Spielererbe ist Prinz George. Den nehme ich jetzt hier. Titel vergeben. Und ich will ihm jetzt das vergeben. Und das jetzt geht's? Hä? Das ging doch aber eben nicht. Ist ja sehr seltsam. Okay. Titel vergeben. Äußere Hebriden ist jetzt Graf George McReynard. Und damit wird er hoffentlich ein bisschen mehr Anerkennung kriegen bei den anderen Kurfürsten in Schottland. Damit er dann einfacher dieses schottische Erbe erhält. Wow. Okay. Das war jetzt eben verwirrend. Warum ging denn das eben nicht? Oder habe ich eben aus Versehen einen anderen meiner Söhne irgendwie ausgewählt. Aber ich hatte doch George genommen. Komisch. Dachte, vielleicht ist der Joshua, vielleicht sieht der genauso aus auf dem Bild, aber der hat den Helm auf. Sieht ja ganz anders aus. Außerdem kriegt der kein Land von mir, wenn ich es nicht sein muss. Ja? Der seine eigene Frau als Einfallspinsel bezeichnet. Mein Gott. Kein Benehmen mehr in der Ehe, ey. Unglaublich. Gut, Leute, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei im Mittelalter mit mir zusammen. Bei Crusader Kings. Ciao, ciao!